Herzlich willkommen zurück zu Outriders. In der letzten Folge hatte ich euch ein paar Tipps und Tricks gezeigt, wie ihr die Expedition ein bisschen schneller abschließt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da einfach mal gerne vorbeischauen. Ist alles in der Playlist verlinkt, die in der Videobeschreibung ist, und da ist auch direkt der Link zu meinem Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame, also könnt ihr da auch gerne einfach mal vorbeischauen oder einfach eine Bewertung lassen. Würde mich sehr freuen. So, ich blende euch jetzt hier einfach mal so ein bisschen Gameplay ein. Von Stufe 47 Gegnern und wie wir sie eigentlich recht schnell kaputt gekriegt haben. Und wie wir das geschafft haben, ist natürlich ganz einfach. Es gab ein paar Dinge. Ich wurde in der im letzten Video darauf hingewiesen, dass ich doch bitte mich mal etwas besser informiere. Das habe ich hoffentlich jetzt ein bisschen besser hingekriegt. Und zwar haben wir jetzt einfach mal... Oh, ich habe hier ein Stützding, aber das fahre ich gar nicht aus. Geil. Bisschen weiter informiert. Ihr seht es, wir haben 19.400 Leben, 52.000 Rüstung und ja, die anderen Werte seht ihr ja auch. Und dass wir hier 60.000er Waffen haben, seht ihr ebenfalls. Fähigkeiten haben wir in dem Video, das ist euch überlassen, was ihr wollt. Es bietet sich halt an, Kinetikfähigkeiten oder halt eben Schutzfähigkeiten zu verwenden mit dem Loadout oder der Klasse. Denn ich habe das so geskillt. Die meisten im Internet habe ich gesehen, haben entweder ganz unten, kann man machen, fand ich aber nicht so stark, oder ganz oben alles voll. Geht. Nur, ihr sterbt. Also ich bin permanent gestorben, weil ich einfach kein Leben habe. Und da macht halt eben so ein Sniper, der halt eben andauernd alle 10 Sekunden nochmal einen kleinen Sniperschuss über die Karte setzt, ohne zu verfehlen. Große Probleme? So tatsächlich nicht. Ich habe ja einfach gesagt, beim Verwüster halt eben Anomalie im Blut, das ist ganz wichtig, die müsst ihr alle 3 Punkte noch mitnehmen, denn wenn ihr Anomalie im Blut habt und dann hier oben das noch freischaltet, kriegt ihr 10% pro Knoten an Waffenschaden wieder drauf. Und wenn wir uns das hier links mal anschauen, hätten wir hier 8%, 12 wären 20, sind 35, ja, sind 50% Waffenschaden. Und, ja gut, ne? 62%, wir kriegen hier noch 30 raus. Es ist nicht ganz so stark wie oben, aber es kommt trotzdem in die Nähe. Denn der Hauptschaden, den haben wir behalten. Und zwar durch die Fähigkeiten hier oben, dass wir, wenn wir die Schutzfähigkeit aktivieren, Golem, 45% mehr Waffenschaden machen für 10 Sekunden. Den allgemeinen Angriffsschaden um 20% erhöhen. Hier nochmal 8%, hier 12, 15, 8. Und dann hier hinten am Ende nochmal 70%. Das heißt, ihr könnt einfach gleichzeitig alle Fähigkeiten setzen. Das heißt, ihr aktiviert Golem, macht den Sprung von oben und dann habt ihr einfach mal
100% und ein bisschen mehr. Kann gerade nicht rechnen. 115% Schaden nochmal extra auf die schon vorhandenen Schaden. Und wenn wir das hier einmal anschauen, steht da angeblich 68%. Wir haben so einen Grundbonus von 8,1%, also 60% mehr. Aber nicht mit einberechnet werden sind die 15%. Auf kurzer Distanz die 20% extra Angriffsschaden, die halt eben sich nur auf ein spezielles Objekt beziehen. Das wird da leider nicht mit einberechnet, deswegen haben wir hier einen 100% Schaden. So grob, ja, so 100% könnte man sagen. Reiner Waffenschaden. Und wenn wir das alles hier noch aktivieren, hier hinten für 10 Sekunden, haben wir dann einfach mal 215%. Das kommt nicht ganz hier hinten dran, aber es ist schon ganz ordentlich. Und wir haben halt Leben. Und Leben ist ganz wichtig. Denn ihr könnt dann halt eben die Rüstung hier vernachlässigen, weil ihr halt eben dann Schaden habt. Und ihr vernachlässigt die Rüstung einfach. Denn hier oben gibt es das mit dem Rüstung von Gegnern stehlen praktisch. Und sie haben viel Rüstung. Also ich habe bis jetzt kein Problem gehabt. Ihr habt das ja auch im Gameplay so ein bisschen gesehen. Es geht. Ihr könnt schießen ohne Ende. Ihr könnt auch sehr viel aushalten mit Golem. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar Fähigkeiten. Ihr verlängert die Dauer von 8 Sekunden Golem auf 16 Sekunden und dann hatten wir das hier unten irgendwo nochmal, genau, dass ihr für jeden töteten Gegner 2 Sekunden nochmal extra kriegt. Ist ganz hilfreich, gerade bei Gegnermassen oder wenn ihr sagt, ihr habt so wie ich, was hat war das? Überrollen. Wenn ihr Überrollen habt und gegen die Mutanten spielt zum Beispiel, die kleinen, die sind ja recht häufig vorhanden und wenn ihr da einfach einmal durchzieht, habt ihr dann und Golem aktiviert ist, kriegt ihr da ordentlich nochmal Zusatz Schild oder Schadensreduktion und dann holt ihr euch hier noch ein bisschen Leben für jeden Gegner. 5-mal kann das hintersetzt werden. Für jeden Gegner, den ihr mit Überrollen trefft, kriegt ihr einfach mal so ja knapp 3000. Was einfach mal 15.000 Leben extra sind für 10 Sekunden und ihr habt insgesamt, also ich habe 19.000, das ist fast das Doppelte, nur wenn ich die Fähigkeit einmal einsetze, das heißt ihr habt dann auch noch ein bisschen Sicherheit und extra Leben. Und das ist es eigentlich, ihr könnt bei den Fähigkeiten ein bisschen variieren, ihr habt ja hier bei der Klasse tatsächlich, steht ja da Sprung, Schwarzes Loch könnt ihr spielen. Bin ich kein Fan von, ich weiß nicht. Die anderen finde ich irgendwie ein bisschen besser. Und ihr könnt natürlich auch die Kugelwand spielen, aber wie ich in dem anderen Video schon gesagt habe, Kugelwand bringt halt eben auch nur gegen Gegner, die schießen etwas. Und deswegen, ja. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn ihr das hier unten nicht so hart machen wollt oder kein Problem mit dem Leben habt, ja, wenn ihr ein bisschen niedriger spielt, passt das eigentlich. Aber ihr könnt natürlich auch einfach hier oben durchgehen. Weiterhin. Aber ihr habt kein Leben. Und das ist es eigentlich. Das ist der Hokuspokus. Ihr könnt natürlich ebenfalls sagen, dass ihr hier hinten das noch wegnehmt. Vielleicht hier oben auch noch einen Punkt vernachlässigt oder auslasst. Vielleicht den Angriffsschaden. Weil ihr vielleicht nur mit Shotgun spielt. Kann ja auch sein. Dann bräuchte ihr natürlich hier oben das. Und das bringt euch natürlich dann auch nochmal einiges. Aber ihr habt halt ja dann kaum Leben. Ihr könnt natürlich auch runter skillen. Ja, das würde auch gehen. Das heißt, ihr nehmt hier oben den Shotgun-Schaden mit, würde ich sagen. Das würde gehen. Ihr würdet halt eben dann hier oben das verlieren. Aber ihr könnt natürlich dann trotzdem hier runter skillen und trotzdem euch noch Leben, Schild und ein bisschen was anderes zusammenbosseln. Also einfach oben. Hier lang, hier runter, nach da rechts. Sollte gehen. Ihr kriegt dann hier auch nochmal den normalen Tod. Also die Todverhinderung. Alle 180 Sekunden könnt ihr einmal praktisch Schaden, der euch töten würde, ignorieren. Und kriegt dafür nochmal 50% von eurem Leben zurück. Und hier hinten, das weiß ich nicht. Das wäre halt wirklich gut, wenn man das alles besser macht. Ich meine, die Waffenstärke um 5% der Rüstung. Es ist 10%, das wäre eine Zahl, damit könnte man was anfangen, aber 5%,
Naja, ne? Ja, müsste man wirklich nur auf Rüstung gehen? Weil ihr könnt hier 20, 40, 60, 80% mehr Rüstung rausholen, aber ihr macht halt wieder keinen Waffenschaden. Ihr kommt nicht, glaube ich, an das hier oben ran. Und das ist es auch. Ja, mein LMG ist jetzt nicht das Beste. Ihr könnt da, so wie ich in dem anderen Video auch schon gesagt habe, die Ketten wieder verwenden. Ihr könnt natürlich auch andere Dinge verwenden. Ich habe die Ketten mit reingenommen, damit ihr den maximalen Schadensoutput trotzdem noch habt. Denn die haben ja schließlich 101 Schaden mittlerweile innerhalb von 3 Sekunden. Das sind so grob 30.000, 33.000 Schaden pro Sekunde. Und ein Cooldown von 2 Sekunden. Somit könnt ihr jeden Gegner permanent in Ketten einwickeln und macht ihm pro Sekunde 33.000 Schaden. Das ist schon was Feines, finde ich. Es gibt später, können wir uns auch mal anschauen, noch geilere Dinge bei Tier 3. Da gibt es wirklich super Dinge, aber die habe ich leider nicht frei, weil ich halt irgendwie nie da vorangekommen bin. Also hier bei Tier 3 könnt ihr natürlich hier auch noch viel geilere Dinge freischalten. Auch die Ketten gibt es dann, glaube ich, oder Sprengmittel und so weiter gibt es dann weiterhin. Claymore und so weiter. Ja, das ist es. Mehr ist es nicht. Ihr könnt bei den Waffenmods, ihr könnt natürlich auch mal wieder, wenn ihr Shotgun spielen solltet, Perpetuum Immobile nehmen. Ja. Ne? Die Shotgun ist halt wirklich das Problem bei der Shotgun ist. Sie hat nur 10 Schuss, das ist gar nicht das Problem, sondern dass wir kaum Reservemunition haben. Das sind vielleicht 40 Schuss, wenn ich schätzen würde. Ich sehe es ja nie. Aber ich weiß nur, dass sie extrem schnell leer ist. Ja, das ist das Problem meiner Shotgun. Deswegen, sie macht viel Schaden. Was ja, gut 8000, ja. Aber es geht besser. Ja, und somit kommt ihr eigentlich ganz gut durch, finde ich zumindest. Vielleicht haben wir, oh, die Chemiefabrik. Wir probieren es nochmal ganz schnell. Mal ohne meinen Gelaber die ganze Zeit. Mal schauen, wie wir da so durchkommen. Meistens sterbe ich dann trotzdem noch an einer Stelle, weil irgendwie ich feststecke oder sonst was. Aber ja, ihr hättet zumindest die Möglichkeit, sehr gut durchzukommen. Ohne größere Probleme. Und das wäre es eigentlich so ziemlich, wenn das jetzt gut funktioniert, das Ganze hier. Ich habe es tatsächlich ja, bevor wieder schon probiert, aber wenn das jetzt weiterhin gut funktionieren sollte, auch bis nach hinten raus, kriegen wir es vielleicht irgendwann auch mal hin, legendäre Dinge zu kriegen, noch ein bisschen höher von der Stufe zu kommen. Und ihr müsst halt eben wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wie ihr die Fähigkeiten einsetzt, weil es halt wirklich nur für 10 Sekunden ist, der extra Waffenschaden. So, 115% mehr geben wir ihm für die kurze Zeit. Man merkt es bei den, gerade bei den Großen, sie haben da nicht so wirklich Lust drauf. Es interessiert sie nicht so wirklich. Hier holt ihr euch die Rüstung wieder. 20% von denen. Und schon ist die Shotgun leer. Also ist es, ja. Look. Stirb halt. Ich will den ab. Hä? Was hat denn er jetzt gemacht? Hat mich ausgedrückt. Ihr macht gut Schaden. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr nicht von allen Seiten abgeballert werdet. Und dann geht es. Aber ich brauche irgendwie noch was für Massenschaden. Ich weiß nicht. Das ist ja so ganz nett. Vom Schaden her. Aber Massenschaden wäre irgendwie besser. Und wieder 70% mehr. Wir sind immer noch im Golem verwickelt. Jetzt nicht mehr. Wir brauchen irgendwie immer zu lang für den. Ich weiß nicht. Der will nie sterben. Macht eine Flamme nach der anderen. Und weg ist er. Oh, warte. Da drauf. Explodier, explodier, explodier. Oh, perfekt. Besser geht's doch nicht, Leute, oder? Kabo. Und ich sag's nochmal dazu, weil es manche tatsächlich in den Videos auch so hatten.
Es sind 47er Waffen. Es sind 47er Waffen gegen 47er Gegner. Manche hatten tatsächlich dann 43er Waffen gegen 41er Gegner oder so. Das war dann halt ein bisschen, naja, getrickst. Ich meine, ihr wollt zeigen, wie gut Dinge funktionieren, und dann würdet ihr die normalen Gegner, die eurer Stufe sind, eigentlich auch so, egal mit welchem Loadout, komplett auseinandernehmen. Ihr seht es, das Leben war mal ein bisschen kritisch, aber es geht. Es geht. Golem hält auch schön lange. Durch die Verlängerung und durch die extra 2 Sekunden alle. Allen Gegnern Todes. Das war das schlechteste Deutsch, was es gibt. Und mehr kann man nicht sagen. Ja. Das ist mein Ding jetzt gewesen. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe es echt oft probiert mit dem nur Schaden-Ding. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat einfach wirklich nicht funktioniert. Für mich, ja, sag ich nochmal dazu, seid ihr eingefroren, seid ihr natürlich sehr stark am Ende. Ihr verursacht Schaden. Macht Schaden. Gerade die Shotgun macht noch gut extra Schaden. Im Verhältnis zu meiner MG. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann später ist. Ihr müsst euch vor den Nahkampfangriffen hüten. Achso, natürlich bei der Fähigkeit natürlich auch noch das extra. Boah, ist das räudig. Alter. Wow. Das schneide ich einfach raus. Ja. Das ist es. Mehr ist es nicht. Schaut, was ihr draus macht. Ihr könnt natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge mit reinpacken in die Kommentare. Falls ihr denkt, dass das auch alles wieder Müll ist oder Bullshit. Ja. Ihr seht es, wenn man einmal ein bisschen sich vertut oder der Gegner sich um euch rumportet, kann es schnell eng werden. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr am besten euch immer regelmäßig einen kleinen zwischendurch raussucht, damit ihr auch wieder Rüstung kriegt, weil ihr kriegt natürlich ordentlich eingeschenkt. Ja, und das ist es. War natürlich gewollt, dass ich da sterbe. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Und das war's. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!